Na gut, dann fange ich am besten gleich mal an mit dem DBD, also dem Rumdumpen von den Goblins. Und nebenbei kann ich so ein wenig quatschen, was ich diese Folge vorhatte. Also jetzt auf jeden raufklicken und nochmal D drücken, damit der Käfig halt nicht weggeschmissen wird, aber der gesamte Inhalt. Also außer dem Tier, Goblin, Humanoiden, was auch immer. Worauf ich unbedingt achten muss, ist gleich, dass ich den Stockpile unten mit den Finished Goods, dass ich da die Artefakte rausschmeiß und dafür irgendwie unten ganz tief einen kleinen Tresorraum bastel oder einfach erstmal nur einen Stockpile, damit die Diebe wie letzte Folge nicht ganz einfach in unsere Basis reinlaufen, sich ein Artefakt schnappen und gleich wieder rausrennen. Wobei ich es trotzdem recht komisch fand, dass er direkt nach dem Artefakt gegriffen hat. Also anscheinend sind die Diebe so programmiert, dass sie wirklich das Teuerste nehmen, was da in der Nähe rumliegt. Entweder das oder ich hatte einfach nur tierisch Pech. Also ja, das war eine Sache, die ich machen wollte. Und dann wollte ich noch so eine Art Arena bauen. Also im Forum gab es ja einen Vorschlag für ein richtiges Kolosseum. Also ein großer Raum, drumherum noch drei weitere Räume, die mit einer Brücke zu dem großen Raum verbunden sind. Und dann in die Seitenräume dann die Tiere reintun oder Drachen oder was auch immer. Da könnte man dann Kämpfe arrangieren. Aber das ist ein wenig zu groß für meinen Geschmack. Erstmal müssen wir nur eine schnelle Möglichkeit haben, die Goblins loszuwerden. Dafür hatten wir ja vorher den Todesturm. Mal gucken, ob ich den so schnell noch finden kann. Genau, hier war irgendwo in einem Zimmer der Weg nach unten. Da, genau. Das kleine Loch da mitten in diesem Zimmer war unser momentaner Todesturm. Den könnten wir auch benutzen. Wo schlägt er momentan auf? Ganz hier unten. Auch wenn das bestimmt immer noch buggy ist und sobald ein Goblin auf einem anderen Goblin landet, er keinen Fallschaden bekommt. Aber das können wir testen. Im Notfall stellen wir einfach unseren Miliz hier hin. Den kriegt die so oder so ihr Training. Aber halt langfristig so einen richtig größeren Raum, wo man richtige Turniere veranstalten könnte, wäre schon schick. Und ich sollte hier unten nochmal wieder zwischendurch meine Channel-Befehle verteilen, damit das auch irgendwann mal fertig wird. Warum kann ich... Achso, da ist noch eine Mauer. Du buddel das da. ETF. Achso, da liegt ein Goldnugget und deswegen sehe ich den Channel-Befehl nicht. Okay, das einmal wegchanneln, das einmal wegchanneln. Das da auch noch. Das kleine Ding. So. Immer wieder zwischendurch was machen. Irgendwann kriegen wir es auch hin, das ganze Teil hier auszuräumen. Was war das noch? Genau, die Artefakte am Eingang. F1. Oh, was ist denn da los? Der eine Kobold, Goblin, was auch immer, der gestorben ist, gammelt rum. Okay, den haben wir jetzt schnell geclaimed. Der müsste gleich auf den Müll geschmissen werden. Und was ist mit unserem Zwerg? Er ist ohnmächtig. Seine linke Lunge ist immer noch hellblau. Rechtes Ohr ist ganz schön angeditscht. Linker Oberarm und Oberkörper. Aber der Oberkörper ist inzwischen gelb und nicht mehr rot. War das jetzt gut oder schlecht? Oh, der Arzt kommt aber an und er scheint auch was zu machen. Also jetzt nicht unbedingt gut, dass mit offenem Oberkörper das Miasma hier rumströmt. Aber der Arzt arbeitet. Und das ist schon mal sehr gut. Die letzten Folgen haben die ja eigentlich nur zugeguckt, wie er da rumliegt. Das war nicht so toll. Ich guck mal ganz kurz auf den Stock hier. Hells. Und guck mal, bist du das, Nereus? Hat Probleme zu atmen und seine Fähigkeit, was zu greifen ist, beeinträchtigt. Er soll bandagiert werden und er soll immobilisiert werden. Also, Streckbank? Hoffentlich kommt er davon die nächsten 2, 3 Jahre auch wieder runter. So, hier ist auch jede Menge Miasma, weil wir die ganzen Leichen nicht... War ich so eingestellt, dass nichts geclaimed wird, wenn die Gegner sterben, damit nicht irgendjemand losläuft und die Sachen einsammelt. Was jetzt so im Nachhinein gar nicht so eine gute Idee war. Da ich im Kampf ja eh meistens es so einstelle, dass die Zwerge alle drin bleiben müssen und gar nicht hierhin dürfen. Das sollte ich also ändern. Das heißt, wir gehen jetzt auf O für Set Orders und sagen, Forbid. Das klappe ich mal aus. Forbid other non-hunted dead.
habe ich jetzt eingestellt auf Claim Other Dead. Das heißt, sobald ein Gegner stirbt, kriegen unsere Zwerge den Befehl, den soll ich jetzt aufsammeln und oben in den Friedhof schmeißen. Damit halt gerade wie jetzt kein Miasma entsteht. Aber das Ganze ist nicht retroaktiv. Das heißt, ich muss die jetzt alle von Hand claimen. Was ein wenig schwer ist, denn der ganze Boden ist nicht sichtbar. Die Ausrüstung claimen wir auch gleich. Also machen wir einfach DBC. Und gehen da einmal rüber. So. Zack, schon keine Arbeitslosen mehr. Also keine wirklichen. Die zwölf da oben sind ja immer noch die, die nie irgendwas zu tun haben. Aber nicht ablenken lassen, Geruon. Du hast den Stockpile hier. Also, finished kurz. Da gehen wir jetzt auf Core Quality und machen Artefakt weg. Und machen hier Artefakt weg. Und machen jetzt irgendwo Gerugons Kammer. Wir machen jetzt irgendwo ein Stockpile für Finished Goods. So. Und da kommt nur rein Finished Goods. Core Quality. Artefakt. Total Quality. Artefakt. Also alle Artefakte werden jetzt in Gerugons Schlafzimmer gelagert. Nicht, dass ich eingebildet wäre oder so. Aber ja. Das dürfte eigentlich funktionieren. Gucken wir gleich mal, was wirklich bald rauskommt. Ich bin wirklich ein wenig in Sorge um den Zwerg. Es wäre schade, wenn jetzt schon wieder einer stirbt. Unsere Miliz funktioniert gerade so gut. Sogar so gut, dass ich auf jeden Fall gleich noch einen zweiten und einen dritten Trupp aufstellen will. Aber erstmal für Ordnung sorgen. Wir können die Brücke da schon mal runterlassen. Ist da irgendwas unten? Nö, nur Steine. Also, die hintere Brücke war der hintere Hebel. So. Unsere Jungs haben gerade nichts zu tun. Das ist gut. Ihr könnt einfach ein bisschen entspannen. Habt ihr euch redlich verdient? Pilze hacken. Ja, komm. D. T. Von hier unten bis hier oben. Und diesmal haben wir hoffentlich nichts außerhalb ausgewählt. Nee, gut. Den Fehler hatte ich ja letztes Mal gemacht, als wir Pflanzen sammeln wollten. Da hatte ich dann irgendwo hier oben auch was mitmarkiert und die sind alle rausgelaufen. Das war nicht so toll. Gut, unser Friedhof ist langsam ganz schön voll. Aber da passt noch ein bisschen was. Wie schaut es mit dem Trinken aus? Wir haben keine Pötte mehr. Wir haben aber 3000 zu trinken. Ist eine Menge. Wir haben nicht besonders viel Fleisch und Fisch. Aber dafür 2000 Pflanzen, die wir ja auch verkochen können. Was sagen die Tiere? Die vergesse ich immer wieder gerne. Es gibt bestimmt schon wieder 2, 3 Katzen irgendwo. Ja, genau da. Die müssen sterben. B, B. Und ich markiere jetzt nicht noch mehr Tiere aus. Die hier unten schmeiße ich auch alle raus. Damit die Katzen auf jeden Fall zuerst geschlachtet werden. So. Nicht, dass Liberty the Knights Kater dann gleich wieder rumspringt und noch mehr Zeug. Das muss ja nicht sein. So. Warum? Oh. Oh. Hier sind lauter Sachen noch nicht fertig. Und warum sind hier noch keine Bodenplatten? Kann es sein, dass ich keine Granitblöcke mehr hatte? B, Shift, C, F. Wir hätten gerne da einen ganz großen Bereich. So, und zwar aus Goldblöcken. Nein. Granitblöcke, 70 Stück. Reichen nicht. Das ist nicht so toll. Dann machen wir das Ganze ein bisschen kleiner und geben gleich ganz viele Granitblöcke in Auftrag. Ich muss nur vorher dran denken, dass ich gerade eingestellt habe, dass nur Chert verarbeitet werden soll. Oder so ähnlich. Also, die einmal alle hinstellen. So. Dann wieder auf Z. Steine. Andere Steine. Jo, nur Chat wird gerade verarbeitet. Ich hoffe mal, dass auch genug Kinkerlitzchen gerade produziert werden. Jo. Aber da ist fast keiner am Arbeiten. Ah doch, einer. Wird ja bloß Ewigkeiten dauern, bis er alle Chatblöcke da verarbeitet hat. Zumal die Chatblöcke zu transportieren tierisch lange dauert. Na gut, das lassen wir mal eine Weile machen. Und sobald
keine Ahnung, ein, zwei Folgen vergangen sind, verbieten wir wieder Chert, erlauben Granit, stellen die Kinkerlins in Produktion ein, damit wir kein Granit verschwenden, in Anführungszeichen, und stellen dann ganz viele Blöcke her. Alternativ könnten wir auch mal ein paar Blöcke aus Kaolinit machen, damit wir irgendwelche Muster in den Boden reinlegen können. Das wäre ja auch schick. Ja, das ist eine gute Idee. Klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter. Und warum ist der Boden hier braun? Achso, der wurde glatt geschliffen. Ja, okay. Stimmt, wir hatten ja den neuen Lehrling, den Schleiferlehrling. Der braucht was zu tun. DS. So, du schleifst mal den Boden hier. Und den Boden hier. Und das ist alles schon in Auftrag gegeben. Ja, da hast du noch eine Weile zu tun. Sehr gut. Wir brauchen einen leeren Käfig. Oh, das ist gar nicht gut. Käfigmangel ist gar nicht gut. Okay, wir müssen jetzt Goblins töten. Sonst haben wir bald keine Käfige mehr. Wir können jetzt kurzfristig Käfige bauen, aber dafür haben wir nicht so viel Holz über. Haben wir genug Kupfer? Guck mal kurz. Barren, Barren, da sind Barren. Wir haben 130 Goldbarren. nein, ich will keine Goldkäfige bauen. Nicht für Goblins, nee. Nee, lass mal. Aber Kupfer haben wir 90 Stück. Haben wir noch genug Kohle, um daraus was herzustellen? An Kohle mangelt es irgendwie immer. Wir brauchen Magma. Aber ich bin momentan zu feige. 116 Kohle. Das ist doch mal schick. Also JM, wir hätten gerne Copper Cage. 20 Stück. So. Hat der Schmied was zu tun? Kriegt er auch ein paar Skillpunkte, das ist schon mal gut. Und wir schmeißen jetzt... Warum blinkst du rot? Hey! Er wurde rausgelassen. Sehr schön. Also er hat überlebt. Offensichtlich, sonst würden sie ihn hoffentlich nicht frei rumlaufen lassen. Außer er ist ausgebrochen. also ja, er lebt. Hat anscheinend keine bleibenden Schäden davon getragen. Auch wenn seine Lunge immer noch angeditscht aussieht. Gucken wir mal. Das sieht echt nicht gut aus. Was machst du da? Ich glaube, der ist echt abgehauen. Und sofort in die Trainingshalle, oder wie? Nicht ernsthaft. Wo ist meine Axt? Ich gehe nicht ohne meine Axt schlafen. Was machst du? Er verstaut einen Gegenstand in einem Bin. Der geht jetzt arbeiten. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Ich will ihn nicht davon abhalten. Beziehungsweise ich kann ihn nicht davon abhalten. Selbst wenn ich ihm jetzt den Job wegnehme, macht er ihn noch zu Ende. Was haben wir noch? Ach genau, die Goblins. Ich wollte ja mindestens ein paar darunter schmeißen. Also haben wir hier unsere Zone. Genau, Shift-P. Und da sagen wir jetzt mal, wir schmeißen jetzt drei Goblins runter. Wenn meine Theorie stimmt, machen wir mal größer. So. Goblin Maceman, Crossbowman, Crossbowman. Die dürften keine Ausrüstung mehr haben. Wir haben ja alle ausgezogen. Wenn meine Theorie stimmt, werden nicht alle sterben. Also irgendeiner von denen wird garantiert unten ankommen, ohne dass er Schaden davon getragen hat. Wegen diesem komischen Bug. Aber ja, das testen wir mal. Zack. Immer noch zugeordnet? Ja, sehr schön. Spiel weiterlaufen lassen. Und gucken, was passiert. So, was war hier oben? Hier oben ist immer noch ein Stockpile für Möbel. Den können wir doch inzwischen auch abbrechen, oder? Wir haben hier unten unser Haufen. Davor wurde ich vor 10 Folgen oder so gewarnt. Da hat jemand geschrieben, beziehungsweise mehrere Leute geschrieben, du Girogon, du hast genug Wasserflaschen. Und wenn du jetzt 30 in Auftrag gibst, werden 90 hergestellt. Denn mit jedem Auftrag von Wasserflaschen oder Flasks oder wie auch immer die dritte Definition hieß, Skins, glaube ich, genau, für jeden Auftrag werden halt 3 hergestellt. Das heißt, ein Leder macht 3 Waterskins. Deswegen haben wir jetzt so viele. Was mich aber wundert, dass die so groß sind, dass sie ein ganzes Feld hier in Anspruch nehmen. Und wir haben Bins zugeordnet. Okay, es sind keine bisher hier angekommen, aber wir haben sie zugeordnet.
Meh. Also gut, wir brauchen auf jeden Fall noch einen davon. Ich gucke mir mal ganz kurz die Einstellung an.